Hier ist das Stadtmagazin TV. Und jetzt mit diesen Themen. 1000 Besucher informieren sich auf der BIM. Kaltenkirchener Bank feiert 2 Tage Oktoberfest. Traditioneller Wöttelflohmarkt in Hennstedt-Ulzburg. Kaltenkirchener Turnerschaft bei Taekwondo-Meisterschaft. Und hinter den Kulissen bei der AWO Wohnpflege. Das Stadtmagazin TV wird Ihnen präsentiert von Elektro Münster, seit über 40 Jahren in Norderstedt. Über den richtigen Ausbildungsberuf konnten sich Schülerinnen und Schüler auf der 11. Berufsinformationsmesse in Bad Bramstedt informieren. 58 Aussteller stellten ihre Ausbildungsberufe vor. An den Messeständen trafen die Berufseinsteiger auf Auszubildende, die von ihrem Betrieb und ihren Aufgaben berichteten. Die BIM ist für uns eine gute Möglichkeit, unsere interessanten Berufe bekannter zu machen und das Triple Wintem, den Köhlerhof in Bad Bramstedt, zu kommunizieren, dass es ein guter Ausbildungsbetrieb ist, weil wir vielseitig sind, weil wir viele Möglichkeiten im Haus haben, die jungen Leute auszubilden. Wer auf der Messe nicht fündig geworden ist, der findet auf der Homepage www.ausbildung-bb.de derzeit Ausbildungs- und Praktikaplätze in 91 verschiedenen Berufen bei 100 Unternehmen. Ja, unser Ausbildungsportal präsentiert eben viele Firmen, viele auch, die hier auf der Berufsinformationsmesse präsent sind. Sie präsentieren dort ihre Ausbildungsplätze, ihre Praktikantenplätze, sodass Sie, also die Aussteller und die Firmen, die dort drin sind, verschiedene Möglichkeiten haben, Auszubildende zu bewerben, sag ich mal, oder auch Schülerpraktikanten zu bekommen. Und auf der anderen Seite haben die Schüler es dadurch auch einfacher, an Ausbildungsstellen und Praktikantenplätze heranzukommen. Und zwar für alle Schularten. Wenn die Kaltenkirchener Bank zum Oktoberfest einlädt, wird in der Stadt 2 Tage lang gefeiert. Am Samstag hieß es im Festzelt, O-Zapft ist und die Wiesengaudi nahm kein Ende. Sebastian Bock, Marketingleiter der Kaltenkirchener Bank, freute sich über die zahlreichen Gäste. Ja, wir sind so super zufrieden mit dem Oktoberfest, haben ja ein strahlendes Wetter hier gehabt, ganz, ganz tolle Stimmung, ist immer ein sehr friedliches Fest. Alkohol fließt zwar, original Oktoberfestbier, aber das hält sich alles so in Grenzen, dass wir noch alle friedlich zusammen feiern können hier. Ja, wir sind zwar immer eine typische Bank, aber wir sind eben auch doch ganz anders. So, und das ist ein Punkt, wo wir eben ganz anders sind als andere Banken. Wir wollen hier mit unseren Kunden und auch mit den noch nicht Kunden feiern, ein paar nette Stunden bei guten Gesprächen und bei kühlem Bier dann verbringen. Und ja, das ist für uns immer eine tolle Gelegenheit, mit unseren Kunden auch ins Gespräch zu kommen. Am Sonntag stand die Familie im Vordergrund. Viele Attraktionen waren speziell auf die kleinen Besucher abgestimmt. So gab es Dosenwerfen, Lebkuchenbasteln und musikalische Unterhaltung. Zehnmal Kompetenz vor Ort in Schleswig-Holstein. Bei LZ Automobile erhalten Kunden alles von A wie Auto bis Z wie Zubehör. Eine freundliche, kompetente und individuelle Beratung ist für die Automobilprofis selbstverständlich. Der traditionelle Wöttelflohmarkt in Hennstedt-Ulzburg lockte wieder zahlreiche Falscher und Bummler jeden Alters an. Eine bunte Mischung aus Kuriosem, Schönem und vor allem Nützlichem wechselte die Besitzer. Auch die Kleinsten fanden für ihre ersten Schritte auf dem Flohmarkt ein schönes Plätzchen. Mit Spielzeugen und Wolldecken bewaffnet freuten sich auch die Kinder auf den Flohmarkt bei Sonnenschein. Organisiert vom DRK-Ortsverein wird es den beliebten Wöttelflohmarkt selbstverständlich auch im kommenden Jahr wieder geben. Die Sparte Taekwondo der Kaltenkirchener Turnerschaft hat erfolgreich an den 2. deutschen Meisterschaften der Kampfkunstschule Muschin teilgenommen.
Besonders glücklich zeigten sich die Schüler Charlotte Möller, 7 Jahre, und Yannick Busch, 19 Jahre, die sich auf dem Turnier einen 2. und 3. Platz sicherten. Trotz dieses Turniererfolgs ist die Sparte nicht wettkampforientiert. Es wird Bescheidenheit, Hilfsbereitschaft und Mut vermittelt. Über Zuwachs in der Sparte würden sich die Sportler sehr freuen. Das AWO-Servicehaus am Wasserturm bietet seinen Bewohnern Sicherheit und Hilfe in Notsituationen. Und das rund um die Uhr. In einem Interview mit dem Einrichtungsleiter Franz Ulrich Löning-Hahn gibt dieser einen Einblick über die Pflegeleistungen und das Unterhaltungsangebot für die Bewohner. Hier im Servicehaus am Wasserturm haben wir ein ganz vielfältiges Angebot. Das fängt an mit 77 Wohnungen, wo Menschen einfach nur zur Miete leben und dann, wenn sie möchten, zusätzliche Leistungen in Anspruch nehmen können, angefangen von der Hausreinigung über die Pflege in der eigenen Wohnung. Dann haben wir eine Tagespflege, wo die Menschen von außen zu uns kommen und tagsüber versorgt werden. Und das geht dann hin bis zu der stationären Pflege, der Wohnpflege, wo wir 72 Pflegeplätze vorhalten. Nicht wir bieten etwas an und die Menschen wollen es vielleicht gar nicht, sondern wir bieten das an, was der Einzelne gerne möchte. Wir haben von daher ein ganz großes Angebot, aber es gibt natürlich so ein paar Renner, die immer gut gehen. Da ist zum Beispiel das Bingo-Spielen, was ganz wichtig ist. Es gibt immer eine Kreativgruppe, die in allen möglichen Variationen bastelt. Und vor allem unsere Angebote, die mit Gesang verbunden sind oder auch mit Bewegung, die sind besonders nachgefragt. Wir haben eine Zusammenarbeit mit dem SV Tungendorf, wo einmal in der Woche eine ausgebildete Sportlehrerin kommt und mit unseren Senioren auch altersgerechte Bewegungen macht. Also das sind so Highlights, auf die sich die Menschen immer wieder freuen. Der beliebte Singkreis sowie andere Veranstaltungen aus dem vielseitigen Freizeitprogramm halten die Bewohner körperlich und geistig fit und stärken die Gemeinschaft. Stadtmagazin TV Termine. Xenia Jürgensen und Holly Petersen bieten ein Zusammenspiel von Gesang und Gitarre am 9. Oktober in Norderstedt. Im Wildpark Ekold geht es mit den Rothirschen in die Steinzeit am 12. Oktober. Am 27. Oktober spielt der Theaterclub Fitzbeek im Theater Bad Bramstedt das Stück »Wer nicht bedrückt, der ward betragen«. Nun folgen die Holstenhallen-Events. Reptilien- und Vogelfreunde können sich auf die Exota am 11. und 12. Oktober freuen. Die Vorbereitungen für den 52. Trakehner Hengstmarkt laufen auf Hochtouren. Vom 16. bis 19. Oktober wird sich in den Holstenhallen Neumünsters wieder alles um die Vererber von morgen drehen. Vom 23. bis 26. Oktober findet in den Holstenhallen das internationale Amateur-Reitturnier statt. Pferdefreunde sind hierzu herzlich willkommen. Am 25. Oktober wird Neumünsters längste Nacht in der Stadthalle gefeiert. Zum Briefmarken-Großtausch geht es am 26. Oktober im Festsaal der Stadthalle. Und hier kommen die Schlagzeilen. 13 Schüler absolvieren die DFB-Junior-Coach-Ausbildung an der Jürgen-Fuhlendorf-Schule. Neuer Vorstand bei der Frauenunion im CDU-Kreisverband Neumünster. Festivalbilanz. Kunstflecken in Neumünster verzeichnet neuen Besucherrekord. Ruben Daniel erhielt ein neues Laufrad als Seelenpflaster von den Flaming Stars. Weitere Informationen und Termine stehen auf den Online-Portalen der Stadtmagazine. Das Stadtmagazin TV wurde Ihnen präsentiert von Elektro Münster, seit über 40 Jahren in Norderstedt.